Ja, der erste Eindruck dieser Woche, ich denke, ihr habt die Woche nochmal gut trainiert. Klar, es war die ersten Tage nicht da im Training. Es war im Trainingslager, Trainingslager sage ich, es war in Köln wegen meiner eigenen Prüfung für Fußballlehrer. Ja, in 2 Wochen kriege ich halt da Bescheid. Aber das ist jetzt hinter mir, das ist momentan zweitrangig. Ich denke, wichtig ist jetzt das Spiel morgen. Und dann, ja, ich freue mich sehr zu sein bei den Jungs. Gestern haben wir gut trainiert, heute haben wir gleich das Abschlusstraining. Und dann, ja, da werden wir sehen, was alles möglich ist morgen. Derby. Ich denke, da kann man viel gut machen. Ich weiß, die Jungs sind heiß. Sie sind alle fokussiert, bereit auf dieses Spiel. You know, Gegner ist ja nicht unbekannt. Ja, die steht Tabelle Platz 2. Also, wir haben Respekt für die, aber Angst werden wir nie haben. Und deswegen, wir spielen zu Hause. Und ich denke, wir werden alles dafür tun, morgen, dass man halt ein gutes Ergebnis gegen Elversberg erzielen kann. Und dann sehen wir weiter. Wie sieht es in Sachen Personal aus vorm Spiel? Marco Meierhöfer ging in Spielberg angeschlagen aus der Partie. Konnte er jetzt wieder Training aufnehmen? Ja, vorgestern hat er nur individuell Training gemacht und gestern hat er nochmal versucht, bei der Mannschaft das Aufwärmprogramm mitzumachen. Aber der juckt immer noch im Fuß. Ja, muss man heute noch abwarten. Aber ich habe da kein gutes Gefühl. Aber so gesagt, guck mal, wie er sich da heute fühlt. Und wenn er nicht geht, dann werden wir kein Risiko gehen. Haben wir ja genug Leute im Kader, so wie gesagt. Und da sind noch viele Alternativen und da werden wir eine Lösung finden. Klar, da ist ein großer Verlust, wenn er nicht kann für uns, weil der ist momentan sehr, sehr gut drauf. Und dann, ja, wenn er nicht auf dem Platz uns zur Verfügung stehen kann, ich denke, außerhalb wäre auch seine Beiträge machen, dass die Mannschaft halt morgen ja, die nötige Konzentration, die nötige Einsatz oder ja, dass halt wir morgen halt erfolgreich hier zu Hause sein können. Klar, Elversberg, wir wissen, was für eine Mannschaft ist Elversberg. Es ist Derby. Und wir erwarten jetzt endlich einen Gegner, der wohl gegen uns Fußball spielen, so nicht wie sag mal, die letzten paar Gegner, die haben nur hinten gestanden. Und wir sind alle fokussiert, wir freuen uns auf das Spiel. Und ich denke, dass wir können jetzt zeigen, wo ist unser Platz in dieser Liga, auch in die Tabelle. Und ja, wir versuchen alle Beste zu machen morgen. Ich hoffe, dass wir werden auch gewinnen morgen. Ja, von Tabelle her denke ich schon. Aber von Qualität her, dann, so wie gesagt, brauchen wir uns da nicht zu verstecken. Ja, wir wissen, wo unsere Stärken sind. Wir wissen, wie die Stärke von Elversberg sind. Deswegen morgen, ich denke, wie Peter eben gesagt hat, Derby, eigentlich Derby brauchen wir die Jungs da nicht nochmal extra zu motivieren. Die muss so alle so motiviert sein, bis die Haarspitze stehen. Und ich denke, da werden die auch sein. Ja, weil, ja. Wenn man morgen gute Ergebnisse erzielt, die 3 Punkte zu Hause holen, dann denke ich mal, die Mannschaft hat schon viel, kann viel, viel gut machen. Ja? Was in der Vergangenheit nie so toll war bei unseren Fans, die Anerkennung und alles da. Und das kann man halt morgen wieder ein bisschen umbiegen. Und darauf, glaube ich, werden wir uns jetzt gut vorbereitet und dann, ja, dann werden wir sehen morgen. Ja, aber so wie gesagt, die Jungs, die wollen ja. Es ist nicht so, dass die extra macht, dass sie nicht trifft. Die Chancen, die arbeitet ja die Chance richtig gut. Ist halt die letzte Prozent, was fehlt hat, dass der Ball im Tor landet. Das die Vergangenheit gezeigt hat. Ich glaube, das ist klar. Momentan läuft nichts. Aber das heißt nicht, muss man jetzt sagen, okay, läuft nicht, dann muss man aufstellen. Nein, wir haben die Woche noch mal ein paar Torschusstraining gemacht. Ja, und die wollen ja treffen. Und dann, also ich denke, ich kann dir echt gar keine Vorwürfe machen, weil die versuchen alles halt, Tor zu machen. Ich habe jetzt zu Null gespielt, jetzt 2 Spiele. Ja, das ist auch schon mal gut. Und dann ich denke, vielleicht morgen ist ja der richtige Zeitpunkt hier, dass man halt gegen Elversberg halt wieder die Knot da zu brechen. Ja, und das hoffe ich. Und, ja, und ich denke, werden wir morgen alles versuchen. Warum schaffen das die anderen, dass du, Marco Meierhöfer, eigentlich konstant gute Leistungen bringen und bei anderen ist es mal ein richtig gutes Spiel und dann fällt es auch wieder ab? Wie erklärst du dir das? Das ist Frage, weiß ich nicht, das ist schwer zu beantworten. Wir sind alle Profis. Jeder Spieler muss sich gut vorbereiten für jedes Spiel. Und ich denke, dass auch wir machen das. Aber
gibt es auch Momente im Spiel oder im Fußball, wie zum Beispiel jetzt, wir haben einfach Pech vor dem Tor und wir können nicht den Tor machen. Und hast du auch Spiele oder hast du auch die Periode im Fußball, triffst du von der Kabine, hast du einfach Glück auf deine Seite. Aber wir müssen das einfach immer probieren, auf den Glück auf unsere Seite zu ziehen. Wir müssen weiterkämpfen und ja, wir haben genug erfahrene Spieler. Wir müssen die anderen, sag mal, junge Spieler helfen, welche vielleicht wissen nicht, wie kommen wir auf so eine Leistung, konstante Leistung. Und für das sind wir als ältere, erfahrene Spieler zuständig. Und ja, diese Frage zu antworten ist einfach schwer, aber ich weiß, dass jeder Spieler probiert, immer das Beste zu machen, sich gut zu vorbereiten für jedes Spiel. Kann es sein, dass diese Mannschaft einfach so, ich sage es mal ganz provokativ, so nicht zusammenpasst, dass jeder Einzelne für sich absolut seine Berechtigung hat, aber dass die Konstellation so ist, dass es irgendwie nicht zusammenkommt? Denn das, im Prinzip hat diese Mannschaft ja über die ganze Saison nur ein Problem. Ich habe genug Mal diese Mannschaft gesehen, sag mal auch jetzt in Vorbereitung. Das hat alles geklappt. Wir haben gut gespielt, wir haben auch Tore gemacht, wir haben auch die Spiele gedreht und dann, sag mal, kommt jetzt Meisterschaft und läuft alles wieder schlecht. Wo liegt das oder warum ist das so? Wer weiß das? Aber was wissen wir oder was weiß ich, dass jeder Spieler probiert, immer das Beste zu machen auf dem Platz. Das weiß ich. Aber Konstellation und alles, ja, es ist Fußball. Du hast 20 oder 25 Spieler in deinem Kader, du musst immer die erste Elf treffen, wer ist jetzt, sag mal, diese Woche gut drauf und so, aber wir spielen jetzt zweite Saison zusammen und wie habe ich gesagt, ich habe oft mal diese Mannschaft gesehen, dass wir haben super Leistungen gebracht. Und ja, jetzt sind wir in Phase, wo, sag mal, läuft nicht alles ideal. Aber trotzdem, wir müssen jetzt weiter probieren, weiter kämpfen, weiter hart arbeiten. Peter, Patrick hat seinen Stellenwert in der Mannschaft angesprochen. Du bist jetzt auch 31, hast unserer Meinung nach zwei sehr gute Jahre hier gespielt. Jetzt ist es schon relativ weit bis zur Tabellenspitze. Beschäftigst du dich schon mit dem, was im Sommer ist? Könntest du dir vorstellen, nochmal ein Jahr Regionalliga hier zu spielen? Weil ich kann mir vorstellen, dass in dem Alter auch die Frage ist, versuch es nochmal höher. Und nach diesen zwei Jahren, die du hier gespielt hast, könnte ich mir auch vorstellen, dass es da Interessenten gibt. Ich habe Vertrag jetzt bis Sommer. So, ich bin schon lange in diesem Bereich. So, ich konzentriere mich jetzt auf nächstes Spiel. Und was kommt im Sommer, weiß ich nicht. Ich kann mich auch vorstellen, hier zu bleiben. Aber ich kann nicht antworten jetzt, was kommt im Sommer. Ja. Ich bin 2 Jahre hier und habe immer probiert, meine beste Leistung herzubringen. Ich habe ein Kind bekommen hier in Saarbrücken. So, ich will mich immer gut erinnern auf diesen Verein, auf diese Stadt. So, ja, warum nicht? Aber ich konzentriere mich jetzt nicht auf, was kommt im Sommer. Ich konzentriere mich jetzt auf morgen, auf Elversberg. Ja, klar. Vor allem für mich persönlich, ich habe ja gerade Verein gespielt und das ist auch ein besonderes Spiel für mich auch. Und von daher, you know, ich bin so von motiviert, ich kann kaum erwarten, dass morgen das Spiel stattfindet. You know? Und das hoffe ich auch von den Jungs auch. Und ich denke, ja, wir sind zu Hause, unser zweites Heimspiel. Dann was gibt es Schöneres, als deine Spiele zu Hause zu gewinnen? Vor allem gegen eine Top-Mannschaft. Und von daher, ich freue mich riesig drauf und ich denke, die Jungs auch. Ich denke, jeder, der vielleicht hier aus ist. Und dann ja, werden wir sehen, das Spiel fängt 0-0 an. Jeder 50%, wer mehr gibt. Und dann ein bisschen Glück und gewinnt halt das Spiel.